Crash links. Waren wir doch gerade oder nicht? Da waren wir schon. Ja, da waren wir eben. Was? Hier ist keiner von Japan. Das ist so ein Instinkt, der das stellt. War der Asi, der Typ? Wer, ja, dieser Midnight? Ja. Ja, ist doch was sehen. Ich meinte schon, wo der das erste Mal geschrieben hat, der ist mir unsympathisch. So, ach, du deine Vorteile und bla bla bla. Ja, aber er sagt, dass er doch mir jetzt helfen und dann glaubt er hier einen Scheiß. Aber er hat mich nicht gekillt. Er hat aber gesagt, er wollte mich eigentlich killen und dass ich froh sein soll, dass er mich nicht gekillt hat und so. Ja. Ich hab minimal einen Moment drüber nachgedacht, ihn zu killen, aber dann dachte ich, nee, komm. Drüber nachdenken einfach. Du bist einfach viel zu sozial, ich hätte ihn sofort abgeknallt. Bist du? Ich hab da sogar den Gronk abgeknallt, wo der neben unserem Lager gelandet ist, das weißt Problem du? Und der hat sich. Ist, ich wäre halt nicht hier weggekommen, weißt du? Ich muss ja auf dein scheiß Zeug aufpassen. Ja, dann wäre er tot gewesen, hätte es da gelegen. Mit Gronk und Gronk hier, da sind wir ja wirklich friendly, also. Das ja. Echt aber du musst überlegen, würdest du jedem vertrauen in der Zombie-Apokalypse? Nein, oder? Nö, aber wenn der sagt, der kommt und gibt mir Morphin, der hat das so extra sein einziges Morphin geholt, was er hatte. Ja, ja super, jeder könnte das machen, weißt du? So, ich kann mir doch voll leicht täuschen. Hier, ich habe ja dieses Hörbuch über Tag und Nacht gesagt, das ist ja auch so ein Zombie-Apokalypse. Ja. Und der ist auch, der denkt auch voll die Teufel darüber nach, um Menschen umzubringen und so weiter. Und jetzt, da bei dem Ende des Buches, da sind sie in so einem Bunker und da kommen so Leute um die Ecke und die wollen den Bunker haben. Und die müssen jetzt klarkommen. Ja, Gewissenskonflikt, ne? Ja, genau. Grundsätzlich aber so einer wie der Ron, wenn ich in der Zombie-Apokalypse, das wäre cool, also... Voll geil, er hat mal hier 50 Leute mit einer Granate hochgejagt, ne? Beziehungsweise mit einer Granate so einen Tankwagen hochgejagt, aber weiß nicht, was ich nicht erschossen mit der. Ja, krass. Doch geil, aber das ist sehr schön gesprochen, ne? Also... Hast du erst runtergeladen? Nee, kann man sich auf YouTube anhören. Achso, ach ja, wie heißt das erzählt? Tagebuch der Zombie-Apokalypse. Tagebuch der Apokalypse. Okay, schon mal. Ganz schön, auch gesprochen, schöne Geschichte. Also jetzt suchen wir erstmal das Airfield ab, ob hier jemand ist, wenn wir gelandet sind, ja? Na, tanken ist doch noch nie gut gegangen bei uns, oder? Doch, eigentlich immer, bis auf das eine Mal, wo du es gemacht hast. Zweimal. Und wo wir den Looping gemacht haben. Ah ja, der Looping war ja auch hier. Zweimal. Also jedes Mal, wenn ich beim Tanken mit dabei war, ist was schief gegangen. Geh doch an, lande kurz hier. Ja, geht raus und fährt die hier vorne die Dinger auf. Ne? Also, diese Wände. Dann geht kaum besser dann. Der rutscht, oder? Nein, nur weil ich Gas gebe. Der rutscht ultra. Ja, nein, okay. Nur weil ich Gas gebe. Der steht. Ich hab jetzt mal jemand die Jerrys, ne? Mit der Bock drauf. Ich gebe Deckung. Ich gebe auch Deckung. Hier oben auf den Turm drauf. Ich stelle mich hier auf diesen, auf den Tank. Schau mal, ob beim Turm was drin ist. Ne? Wer hat die Jerrycans? Ich habe mir einen genommen. Nimm mir dir beide. Du füllst ja beide auf. Du füllst gleichzeitig beide auf. Das ist ziemlich geil. Genau. Ach so. Hier liegt ein Hunting Knife. Ich packe mir das in den Rucksack. Ey, lass liegen. Ich nehm's gleich. Ich bring's ja gleich mit. Oder so. Hunting Knife. Und was liegt hier noch? Da hinten kommen Zombies. Smoggranaten. Pack ich den Scheiß mal. Tasten? Jetzt, ne? Bei mir ist dieser Pfahl vor. Jetzt ist er tot. Ey, du schießt 10-mal drauf, du triffst ihn nicht, weil er jedes Mal weggeglitscht, ey. Ja, ist so. Pack voll ab. Ätzend, ey. Sicher mal von ein bisschen weiter unten, weil ich habe keine Einsicht, was hinter diesem Häuschen hier passiert. Ich genau bin da, hier oben genau auf dem Tower, ich sicher gleich vom Tower aus. Ich komme auch auf den Tower, das zweite kriegen wir da oben, super sicher. Boah, ich mach die Drecksarbeit. Ja, du musst die machen, weil mein Mausrad funktioniert nicht richtig, das heißt, es dauert auch immer länger, wenn ich das mache. Noch ein Zombie, der eiert da rum, den knall ich mal ab. Da hinten läuft einer. Ja, das bin ich. So. Das hast du auf dich geschossen, Peter. Das ist doch eh nichts.
Ich treff nichts. Ich hab gerade den Typen mit den schießenden Typen am Häuschen kaputt. Also jeden, das Flugzeug könnte man looten. Hier ist richtig Zeug drin. Im Flugzeug? Ja, das hintere, wo ich drin ist, der ja so vier Stanaks habe ich mir eben aus dem anderen schon geklaut, da ist auch nichts mehr. Nimm mal drin. Die Stanaks mit, wir haben eh mal zu wenig Stanaks. Hab ich ja. Na gut. Hier sind auch nochmal. Guckt doch der Kuh rum da hinten. Wo? Am Ende, bei hinter den Flugzeugen. Hier ist eine AKM, eine AKS-47 Copa, eine Bison PP-19, eine FN. Hammer alles. Boah, ich habe jetzt schon 80 Liter drin, wie viel muss denn noch? Du musst noch unglaublich viel sein. Eine also, Remington mit Taschenlampe. Also 6-7 Mal musst du... Also das Einzige, was interessant wäre die Remington. Was ist denn die Remington nochmal? Ist das eine Shotgun? Ja, und eine L85A2. Die haben wir doch gerade aufgenommen, die Shotgun, Holo. Oder? Was? Bitte? Eine L85A2 Holo. Ja, das habe ich eben schon gefragt, was das ist. Das ist die Enfield mit Holovisier. Nee, das ist so ein... Die hat die Steyr hinten, das Magazin drin. Ja, mit Reflexvideo, Taschenlampe. Von den Engländern, die. Ja, nimm mal mit, Wenn du kannst, nimm die letzte, die du gesagt hast, nimm die mit. Ich bin voll besoben hin. Okay, wer geht? Da hinten steht ein Jeep. Guck mal, da hinten auf dem Fahrfeld steht ein Jeep, den könnt ihr nehmen. Ja, den kann man nicht nehmen, der ist kaputt. Der einzige, der funktioniert, ist, glaube ich, der da hinten. Siehst du den kleinen Wagen, mit dem sind wir doch eben jagen gefahren, weißt du noch? Den weiß, den meine ich doch, der da hinten auf dem. Mie. Siehst du den Eiswagen da hinten? Ja, MP5, Schalldämpfermunition ist hier drin. PDW-Magazine. PDW. Was war noch? Ist das nicht für die Bison? Die ist Schrott. Die PDW ist Schrott, sag mal. Ja, wir haben halt eine PDW, ne? Die ist Schrott, ey. M24-Munition. Ja, die lass mal drin. Wir haben ja keine M24. Noch drei Stanaks. Ja, dann schnapp dir mal schnell das Auto und dann machst du das. Ich hab von hier oben. Nö. Setz du dich in den Hubschrauber rein und weil ich kann von hier oben alles sehen. Du kannst mal gucken, wie voll der Tank ist, damit er nicht unnötig da hin und her läuft. Man kann nämlich doch weiterfüllen. Ja. Oder wie du willst. Alter, da passiert ja gar nichts. Das dauert halt echt lange, ne? Was hast du, wie viel Kanister hast du dabei? Zwei hat der Sven. Du musst auch doppelt ausleeren, ne, Dennis? Sven. Ich weiß, das habe ich auch schon festgestellt. Du füllst alle auf, aber du musst alle einzeln ausleeren. Hier sind gerade aber überhaupt keine Zombies, ne? Komisch. So, ja, nice, da können wir jetzt hier nach dem Airfield nochmal richtig schön. In dem anderen Flugzeug war nichts drin, ne? Doch, da ist nur noch ein Standard drin, das hole ich aber auch raus. Okay. Das wird ja alles jetzt komplett leer geräumt. Sehr gut. Machen wir danach zum Lager oder was hier, ne? Ja, definitiv. Dann? Dann würde ich nach Tscherno oder so mal fliegen und nochmal ein bisschen looten gehen. Hab ich jetzt schon Bock drauf. Wir haben relativ viel, obwohl momentan sind noch lang der Ring, der hier X-Dingstar ist noch das da und Sketchhike. Also ich hab grad nichts verstanden. Naja, also außer uns ist es ja Midnight und Sketch, ja. Mhm. Ja. Zombies sind hier eh keine mehr, ne? Da kniet einer auf dem Tank, den könnte ich jetzt einen Headshot geben. Ja, ich auch. Da hinten nur noch einen, der hängt so buggy in der Wand drin, in diesem Häuschen da hinten. Boah, krass, diese Holo verschießt Standard, fett. Was? Ach echt? Ja. Voll geil. Die Dings nehme ich dann auch mit, ne? Was? Die Remington. Ja, nimm einfach mal mit. Na klar. Ich pack jetzt hier alles voll. Das ist schon mal ein Auto. Scheiß Zombie, ich krieg den nicht. Da hängst du voll hässlich da in dem Haus drin. Siehst du den? Wo? Da ist kein Zombie in dem Haus.
In diesem kleinen Häuschen da hinten? Da was steht denn davor? Nee, was ist das, ein Busch? Das ist ein Stuhl. Stuhl, ach, schießt die ganze Zeit auf den Stuhl. Du bist so ein Idiot, ey. Ja, von hier, ich hab halt nur ein Molo-Visier, weißt du, wenn ja, Dennis, wenn du einen auf Scharfschütze machen willst, dann musst du dir ein Scharfschützengewehr nehmen. Aber was, mein Gewehr muss ich nicht höher ziehen. Da ist noch ein Auto. Da hinter dem ist noch ein Auto. Hinter wem? Du siehst doch dieses Tannehaus, was du gerade gesprochen hast. Geh mal ein bisschen hinter höher. Den Bäumen ist noch hinter ein Wagen. Fährst du kurz hin, Sascha, gleich? Bitte? So wie dein Auto gerade steht, wenn du gerade ausfährst. An diesem Zaum vorbei, über diesen kleinen Hügel drüber, hinter den Bäumen, hinter diesen großen Tannen. Ja. Diese drei, die da stehen. Da steht ja, ein Auto. Höhere Position, ihr seht mehr als ich. Alles klar, Sven? Wie sieht der Stand aus gleich? Ich weiß noch nicht. Ein bisschen mehr als halb voll. Genie. Es dauert wohl noch was. Ja. Ja, wir brauchen halt irgendwie mindestens noch zwei Jerrycans oder so, damit man so zweites machen kann. Ja, haben wir. Hallo, momentan mein Freund. Keine, ja. Haben wir momentan keine. Wir haben heute drei Stück verloren und zwei wieder gefunden. Wir sind froh, dass wir auch zwei haben. Wir was passiert? Aber was habt ihr jetzt verloren? Zwei Jerrycans. Ja, wie? Little Bird. Ja, Little Bird. Wir haben den Little Bird auf dem Dach geparkt, weil wir looten waren. Und dann war noch alles war wunderbar. Ist er neben dem Gebäude gespawnt. Server Restart, das heißt, der wird wieder auf Level 0 gesetzt, also auf Ebene 0. Jo, noch eine Wasserflasche ist auch dabei. Aber zwischen Gebäude, also der ist genau zwischen Mauer und Gebäude wieder gespawnt worden, das heißt, unten auf dem Boden eingeklemmt. Dann habe ich versucht, den zu starten und bin dabei in die Luft geflogen. Ja, und da war das auch, wo der Dings kam und Philipp Sachen geklaut hat. Ja, das Ding war, vorher sind wir beide auch noch die Leiter runtergefallen. Ja, und deshalb hatte ich gebrochene Beine und deshalb habe ich überhaupt gefragt nach dem Morphin. Und er meinte, ja, ich kann dir helfen, bla bla. So, jede Menge rohes Fleisch drin gewesen, das habe ich auch mitgenommen. Rohes? Ja, das müssen wir nur brutzeln. Das sind noch zwei Kühe halt jetzt. Ich knall auf die zweite ab, ja. Alter, hier knackt's immer, wenn du schießt. So ganz knapp an mir vorbeischießt. Oh, die zwei Scharfschützen sitzen oben auf dem Boden drauf. Hier müssen wir zweimal fliegen, um das alles ins Lager bringen, ey. Ja, wahrscheinlich. Den Hasen noch abknallen. Den Hasen. Nee, komm. Voll die Sisyphos-Arbeit, ne? Ja. Ja, ist aber gleich voll. Ich denke noch ein, zwei Mal oder so muss ich gehen. Das ist halt, Hubschrauber ist halt relativ viel, aber guck mal, du kannst damit auch relativ weite Strecken fliegen. Achso, wir haben den, der Philipp hat den heute Vormittag aufgetankt, wir sind seitdem mit dem am Fliegen. Ich hab den alleine aufgetankt, weißt du? Aber ich hatte auch drei Jerrycans. Ne, vier. Weiß ich gar nicht mehr. So, was machen wir jetzt? Sollen wir Hubschrauber noch gucken, einen zweiten? Ja, das brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Heli. Ich würde sagen, wir laden zuerst aus, dann haben wir genug Platz, falls wir mal wieder einen Heli-Crash finden. Wir machen jetzt folgendermaßen. Wir gehen jetzt hin. Sascha, du hast ja noch diesen Granatwerfer oder wer auch immer, ne? Können wir nicht mal versuchen, mal nochmal die Mii kaputt zu schießen mit dem Ding, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall, also ihr müsst mal an das Auto kommen, das Ding ist so, also ist voll. 50 Blätter, ja, ich immer noch jetzt, was drin. Ich komm jetzt. Nee, hier eh auf der Position eh ein bisschen useless. Du könntest doch auch mit dem Auto zurückfahren, oder? War es zu weit, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich laufe, es dauert ja nicht so lange jetzt. Das hat knallrote Reifen, also. Würde ich ungern mitfahren. Ich setze dich mal in den Heli ran, guck mal wie lange noch. Kannst da bleiben, Peter, hier. Ich komme zum Heli gefahren. Hier ist übrigens auch noch ein Bus. Ey, da hab ich ja vorhin nach. Hier ist eine AK mit Magazin. Aber ich nehme die Magazine mit, ne? Magazine brauchst du nicht. Keiner von uns benutzt die. Ja, aber wenn du eine AK haben will, dann kannst du. Es gibt nämlich eine richtig geile AK mit Holovisier und mit Taschenlampe. Ja, die würde ich nämlich auch noch nehmen. Deck mal noch den anderen Hangar aus. Bei meinen, sag mal. So, du brauchst nicht mehr so viel, das ist fast voll, ne? Also einmal kann ich noch. Ne, ein paar Mal noch, aber nicht mehr so oft. Halt den Zombie ab oder was? Weil ich will jetzt eigentlich aus dem Hangar raus. Okay. Ja, der ist tot? Ja nur so lang gebackt, Alter. Ne? Ich geh jetzt aus dem Hangar raus, ne? Vorsicht. Ja, ja. Okay, Hubschrauber fast voll. Okay, im anderen Hangar ist nichts. Ich check aber mal gerade den Bus ab. Hat der auch einen Laderaum? Stimmt, ja.
Ja, aber ich hatte irgendwer was rein. Ich hatte irgendwer was reingepackt noch. Ich habe irgendwen schreiben hören. Oh, ich habe einen Bus gefunden. Pass jetzt mal auf, bitte mit dem Hubschrauber, dass er bevor die Sachen reinpackt, weil der ist nämlich eigentlich voll. Ja, wir müssen nochmal herkommen, Also. Den Rest looten, die ganzen Tiere looten, die wir hier gemäht haben, nur das Fleisch rauszerren, Vor allen Dingen wie ein Wagen, Alter. Wir brauchen die Standard-SD-Munition ist drin. Das ist geil. Die Trinkflasche kann man nur einmal benutzen, ne? Nee. Wie oft kannst du trinken? Nein, ich meine so. Ja, wenn du klar. Hast. Die trinkst du einmal. Nur einmal. So, also der Hubschrauber ist voll mit normalen Sachen. Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich mir da noch eine Pepsi und sowas rausnehmen kann. Wenn da was drin ist, irgendwie in der Art. Nee, da dürfte nichts mehr zu trinken oder zu essen drin, nur noch rohes Fleisch. Na, eine Pepsi, doch, eine Pepsi ist drin. Eine Pepsi kannst du nehmen. Wollen wir jetzt nochmal gucken wegen diesem Auto, wenn wir schon nochmal hier sind, was hinten steht? Ja. Ich fahr mal dahin. Sascha, wie lohnt es sich denn, ne? Mit dem Jeep da. Ich fahr mit dem Jeep nirgendwo hin. Das sind die Reifen knüppelrot. Okay. Dann fahr ich. Der explodiert doch nicht, wenn die Reifen kaputt sind, oder? Nee, ja, aber du kommst nicht mehr weiter dann. Ja, ist ja egal. Ja, aber hast du mal reingeguckt? Ach, im Auto? Ja, guck mal in das Auto rein. Ach, ich dachte, ihr habt den schon. Ach so, ach, okay. Der Hubschrauber ist voll. Naja, okay, nee, dann scheiß drauf, dann machen wir es lieber gleich. Dann kommen wir gleich einfach nochmal zurück auf den Rückweg. Das Motorrad, was da liegt, der hat irgendwie umgestoßen. Ich bleib bei dem Auto und beschütze das mal hier nicht, dass uns da kommt ein Heli. Deswegen. Da hinten. Ich sehe ihn nicht. Soll ich starten? Das ist der Sketch. Das ist der Sketch. Ja, dann. Dennis, aber hatten wir nicht Stress eben mit dem? Mal hier bleiben, bis sie wieder hier sind. Ja, ist okay. Nicht, dass wir uns die Karre jetzt ausräumen. Wer ist denn da hinten am Tower? Das ist der. Du bist das, ne? Ich mal einfach einsteigen, mit der wohin fahren. Komm. Ja, komm. Also, ich starte jetzt, ne? Ja, fahr. Sketch will, hat wieder Interesse an dem Auto, was da hinten steht. Wer lotst mich? Nach da hinten irgendwo in den Scheißwald. Wohin denn? Ja, zu unserem Lager. Ich weiß nicht, wo das ist. Wo war das? 90 irgendwas, ne? Der oberste Zipfel über dem See. Der oberste grüne Zipfel, der da noch hängt. Ja, ich bleib nur kurz hier fliegen, damit der Kampf da auch. Der schwebt die ganze Zeit auch. Hier, ne? 96,2 war das, ne? Ah, ne, hier. 91,2, ich hab's. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht verfolgt werden. Hier ist das Auto übrigens, oder? Nee. Er landet hier gerade. Ja, das ist aber kaputt. So, nee, ich dachte, es wäre ein anderes Auto. Fliegt mal einen Bogen. Wir fahren jetzt hier nicht hoch. Direkt, fliegt auf keinen Fall, es fliegt einen Bogen. Flieg mal lieber zum großen Airfield, vielleicht fliegt er da auch hin. Wir können da nichts mehr mitnehmen, es bringt ja nichts. Ja, der verfolgt uns, ne? Ja, der ist auch Warte, ich bin noch hier, der ist jetzt hier. Nee, jetzt kommt er zurück. Hast du auch Ravi? Ja. Was? Nein, 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 der haut ab, der hat Der braucht hier Hilfe. Nee, nee, ist alles gut. Nee. Jetzt knall ihn ab, ne, wenn der. Ja, ja. Wenn der irgendwas versucht, direkt abknallen. Ich hab keinen Bock. Es gibt nur Stress nachher mit von wegen, ah, der hat unsere Sachen geklaut und so, direkt abknallen, wenn er auch nur den Hubschrauber ran will. Kein Quatsch. Das ist ein Survival-Game, das ist nicht, oh, Händchen halten, Puste Kuchen. Ich meine, es ist geil, dass der Ronk und so uns immer hilft. Aber er hat's ja auch, ne? Ich meine, der hat ja die Reserven ohne Ende irgendwo gebunkert. Was? Der ist wieder direkt auf Kommunikation. Ja, ich mach jetzt mal was. Wer ist noch mehr? Wird hier bei uns, über uns. Soll der halt chillen. Ich mach den Motor aus. Guck mal, wer mehr Benzin hat. Genau, wir bleiben jetzt einfach hier. Ja, ich bin auch noch da, also von daher. Ne? Ah, ja. Ich seh euch vor. 600 Meter. Wer ist jetzt überhaupt bei mir drin? Ich bin drin. Alles klar.
sein. Oh, Seitenwind. Egal. Aber es war ein super Ablenkungsmanöver mit dem Auto. Jetzt ist er nicht mehr dem Heli hinterher, sondern uns, und wir chillen jetzt einfach hier. Was denn? Der guckt auf euch. Der chillt einfach über uns. Macht nichts. Fahr mal ein bisschen rum, wo die Knarre. Nee, die Reifen sind rot, ich will ja wieder zurückkommen, weißt du? Die Reifen sind rot und wenn. Was machen wir denn jetzt, Fabi? Ihr ladet schnell aus. Ausladen. Und dann kommt ihr ganz schnell wieder hierher. Genau, und dann laden wir die Karte. Ganz runtergehen, Fabi. Und wenn der uns abfuckt, dann schießen wir mit unserem Heli auf den. Der hat zwar den gleichen, aber der müsste im Flug umwechseln. Der kann er ja nicht, geht er nicht. Der ist auch alleine hier auf dem Server. Der andere ist, glaube ich, weg. Der ist nicht mehr da. Ist noch Grachi, ist noch Grandi, links da ist noch da. Komm. Ach, Grivaschos, ja. Ja. Wie der heißt, keine Ahnung. Steig jetzt aus. Guck, was der macht. Kann ich besser gucken. Der Heli rutscht. Ja, warte, ich komme. Pass bloß auf. Ja, ich flieg. Ich stehe neben dir, ne? Hast du. Ja, aber fahr nicht, flieg nicht zur Seite. Auto ist ja an, ne? Mach ihn an. Mach ihn immer als erstes an. Niemals drauf verlassen. Ich salutiere jetzt die ganze Zeit. Ja, schon. Du musst den immer so drehen. Das glaube ich rutscht er nicht. Ja, versuch's. Aber denk dran, hier hinter. Oh, was machst du, Sven? Alter, was machst du? Nichts passiert. Ey, Alter, Sven. So, pass bloß auf. Sven, mach den Autohuber an, Alter. Der ist doch an, oder nicht? Ich hab da einen AE-Granat. Mach ihn immer an, bevor du startest, Alter. Steig hoch! Ja. Alles gut, alles gut. Alter, ist irgendwas rot geworden jetzt gerade? Nee. Boah, du machst mir. Jagst mir einen Herzinfarkt ein, Alter. Junge. Ich hab einen Joystick. Ich will nicht fliegen, weil ich geil drauf bin, sondern weil es sicherer ist. Ja, das ist ein. Was denn? Ich flieg ein bisschen nach vorne. Jetzt fliegt er leicht weiter, oder? Steig mal ein. Warum einsteigen? Steig mal ein, ich will mal nach vorne und den Matten fahren. Willst du, dass er dagegen fliegt, oder was? Ja. Da kann man nämlich jetzt hochklettern. Boah, hast du mir gerade einen Herzinfarkt eingejagt, Alter. Junge. Ah doch, der M-Rotor ist kaputt. Boah, geht. Warte, lass mich gucken. Wie putzt der Herz denn noch? Kletter mal hoch. Ich kletter zuerst. Achso, nee. Oh! Hä? Der ist, ja, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Der ist rot auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie viele Leute da in dem Heli drin sitzen. Oh Mann, ey! Ist der kaputt jetzt? Nein, du kannst nicht. Nein, er fliegt noch. Aber alter Sven, mach den Auto immer an, bevor man startet, damit man. Ich schwöre, der war an. Ich habe ihn nämlich, als ich oben in der Luft war, habe ich nämlich nochmal kurz ausgenommen, um zu gucken, ob er an ist. Und dann, ich weiß nicht, woran es lag, der war echt dran. Was ist denn daran kaputt? Autohuber, ja, wissen wir nicht. Dann muss der Hauptrotor. Autohuber off muss da stehen, dann ist er an. Ja, stand, genau, da stand. Ich habe bei mir auf dem Joystick einen Knopf, da heißt Autohuber an und da drücke ich immer drauf und dann ist er auch an und dann kann er. Warte, ich mache erstmal leer. Alter, jetzt müssen wir nach Scherno und verfickten Scheiß-Dings in der Ersatzteil besorgen. Nee, er fliegt ja noch. Nee, wir müssen trotzdem reparieren. Wenn der rot wird, beziehungsweise orange wird, dann. Ja, bist du noch orange, unten, Sascha? Oder? Ja, ja. Ich stehe hier oben und salutiere. Ja, warte, ich komme auch hoch. So, was noch? Reifen? Ne, den hatten wir vorher schon gut. Lass mal bitte den Ravi zurückfliegen. Was ist denn MRE? Meal to eat. Ah, ready to eat. Ah. Salutier mal. Hast du noch genug Platz in deinem Rucksack? Dann pack mal das, die AK rüber. Raute.
Ja, ich mache aber erst. Nehmen den normalen Enter. Ah, da, ja. Ich mein Gewehr hier in Dings, das ist mir zu riskant. Ja, ja. Jetzt bewegt er sich, oder? Ja, der schwebt da so ein bisschen rum. Jetzt hat er sich bewegt. Das andere war außer Hover. Der macht seinen, seinen Rotor aus. Der macht einfach seinen Rotor aus. Ah, okay, der dachte, der ist cool. Sind wir durch? Ja, ich fahre nur kurz in den Ural zurück. Oder brauchst du noch was hier draus? Ja. Was? Nö. Oder? Ich kletter wieder runter jetzt. Ja. Ich zuerst. Komm mal runter, Peter, warte. Komm mal runter. Ja, ich brauch doch noch was, aber. Oh, jetzt kommt da ganz dick. Kannst du schon mal starten. Guck mal, wie viele Leute da drin sitzen. Nur er, glaube ich. Ist ja auch egal, du brauchst nur den Flieger rausschießen. Ja, wollt ihr ihn erschießen? Ja, aber dann geht leider der Heli kaputt, dann kommen die Sachen nicht mehr. Wenn er landet, müsst ihr ihn erschießen. Jetzt fliegt er ganz langsam an mir vorbei. Oh, jetzt hat er sich einmal gedreht. Ja, ja, ich gehe jetzt weg hier, weil wenn der nämlich in die Luft fliegt, sind wir auch weg. Ja. Guck mir das lieber von etwas weiter draußen. Sven, bist du noch am am Auto? Ja. Dann nimm bitte was zu essen mit. Hier? Ja. Für mich einfach eine Dose mitnehmen, die muss ich gleich essen. Ich hab Hunger. Oh. Ich Idiot. Die Karre noch umladen, denk dran, ne? Ja. Seid ihr auf dem Rückweg? Quasi. Ich kann direkt nochmal landen. Ja, da kommst du. Bist du drin? Jo. So, Navpoint muss ich mir kurz setzen. Los, hau rein hier. In die Karre. Ja, warte. Wo bist du? Da. Im Auto. Warte. Ich bin jetzt wieder zum Airfield. Ja. Ben? Bin drin. Jo. Ich dachte gerade, du hast hier in dem Auto die Sirene an. Nee, das ist bei dir. In Köln ist wieder irgendwas oben. Ja, war bei mir. In Köln sterben ständig Leute, ne? Ist richtig krass. Ja, ich wohne direkt. Was in der Zeitung noch? Ja, aber was auch in der Zeitung steht, ne? Also irgendwie einmal die Woche mindestens. Wegen irgendeiner Schlägerei und was hast du nicht gesehen? Ist ja eine Großstadt. Ey, hier schießt jemand. Bist du das, Flo? Pass auf, nicht, dass du uns triffst, Peter. Da hinten ist ein Zombie, fahr den mal um. Das ist der Flo. Ist er schon wieder weg, der Typ mit dem Hubschrauber? Allein. Nee, der ist hier bei uns. Da kommst du aber nicht mit einsteigen, ne? Da geht ja noch zwei Leute rein, ja. Naja. So, jetzt muss ich erstmal angucken, was der jetzt an Schaden an den anderen gemacht hat. Du hast die Toolbox, ne? Ja. Wo ist denn der? Ich seh ihn da. Ja, park einfach direkt da an der Tanke. Oder hier ist auch okay. Mach da. Gut. In Bewegung bleiben wegen Zombies. Vorsicht, ich komme jetzt vor euch runter, ne? Das heißt. Wir kriegen Besuch vom Hubschrauber. Pass auf, ich komme unter euch. Ja. Ans Auto, oder? Ja, ist egal, wir fahren das Auto näher ran. Ja, so ist gut. Ladet mal um. So, jetzt muss ich schön umladen. Mal Motor aus. So lange braucht er ja nicht, oder? Warte.